sehr stolzer Tag für mich jetzt, dass ich für so einen großen traditionsreichen Verein unterschreiben kann. Ich meine, in der Schweiz haben wir schon vieles über den Verein gehört und jetzt habe ich das Stadion gesehen, ist schon nochmal unglaublich. Du hast schon einiges an Erfahrung gesammelt bei Young Boys Bern, nicht nur, warst auch bei Borussia Mönchengladbach, bist Schweizer Nationalspieler, hast alle Junioren-Nationalteams durchlaufen. Was waren denn so deine bisherigen Höhepunkte in deiner noch jungen Karriere? Ja, da will ich ganz klar die zwei Meisterschaftstitel sagen in Bern. Das war unglaublich, mit dieser Mannschaft da nach 32 Jahren diesen Titel zu holen. Und deswegen würde ich sagen, ja, die zwei Titel. Ja, ich bin ein Spieler, der gerne auf dem Platz die Sau rauslässt. Ich bin ein sehr dynamischer Spieler und versuche auch der Mannschaft mit der Laufleistung zu helfen. Ja, erstmal sind wir sehr glücklich und froh darüber, dass wir ihn verpflichten konnten. Dass es uns gelungen ist, auch in der Zeit, jetzt auch vor dem ersten Training, dass er ja, ein anderer Träger wird. Ja, und da ist er, glaube ich, sehr stolz drauf auch und sehr, sehr heiß drauf, auch seine ganzen Vorzüge zu zeigen. Er ist ein sehr spannender Spieler einfach, der ja schon bekannt ist, weil er mal kurzzeitig auch in Deutschland war, bei Borussia Mönchengladbach, aber da als sehr, sehr junger Bursche. Hat jetzt wirklich zwei überragende Jahre auch bei Young Boys Bern gehabt, hat schon eine Entwicklungsstufe, eine größere genommen, wird bei uns auch eine ganz wichtige Rolle ausfüllen, auch im Mittelfeld, auch da erwarten wir uns natürlich sehr viel von ihm, werden ihm aber auch die nötige Zeit auch geben, auch wieder zu akklimatisieren, weil jeder Vereinswechsel braucht seine Zeit auch. Für die Spieler, die muss man denen auch geben und das werden wir auch tun. Natürlich ist auch ein Vorteil, dass der Trainer Adi Hütter ihn sehr gut kennt, natürlich ihn auch gefördert hat, ihn auch dahin gebracht hat im Endeffekt, wo er jetzt steht und ich bin mir sicher, dass seine Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. Was war dein Ausschlaggebend dafür, dass du dich für Eintracht Frankfurt entschieden hast? Eben wie gesagt, wir haben auch in der Schweiz mitbekommen, wie vor allem in der Europa League, der Verein mit den Fans, diese Spiele, natürlich kenne ich den Trainer auch gut. Und die Spieler auch selber, diese Mannschaft wirkt mir sehr sympathisch und ich denke, dass ich hier den nächsten Schritt machen kann. Ja, ich meine, wenn man all diese Stadien anguckt, all diese Fans, das ist nochmal etwas ganz anderes als die kleine Schweiz. Und deswegen, ich glaube, was das angeht, sind sie schon in den Top 3 und auch die individuelle Klasse der Spieler natürlich. Du triffst auf einen alten Bekannten, auf deinen ehemaligen Trainer bei IB, auf Adi Hütter hier bei der Eintracht. Ja, wie war denn eure bisherige Zusammenarbeit oder wie ist euer Verhältnis zueinander? Ja, eigentlich sehr gut, weil Adi Hütter war mein erster Trainer in meiner ersten Profisaison. Hat mich sehr viel weitergebracht. Unter ihm habe ich einen großen Schritt gemacht. Wir konnten einen Meistertitel zusammen feiern und deswegen er war schon ein wichtiger Grundstein in meiner noch jungen Karriere. Ja, wir haben ein, zweimal telefoniert und natürlich hat er auch gesagt, dass er mich gerne holen würde, dass er mich noch weiterentwickeln will und deswegen war auch er ein Grund dafür, dass ich hierher komme. Ja, es ist auch sehr fordernd, was mir auch gefällt. Er versucht immer das Beste herauszuholen und das brauche ich auch jetzt in diesem Moment und er ist auch ein Trainer, der offensiv spielen will, was mir gut bekommt. Wie hast du denn die Eintracht wahrgenommen, Jibril, bis jetzt? Eben eigentlich eine sehr, sehr sympathische Mannschaft. Eine Mannschaft, die will, die etwas reißen will, der da jeder in einen Strang zieht, ähnlich wie bei uns in Bern. Und deswegen war das auch ein Grund dafür, dass ich mich für die Eintracht entschieden habe. Abschließend, Jibril, du triffst hier auf einen alten Bekannten, nicht nur Adi Hütter, sondern auch Gelson Fernandes auf Spielerseite. Dein neuer Kollege kennt euch aus der Schweizer Nationalmannschaft. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, er hat geschwärmt von der Eintracht. Er hat geschwärmt. Er hat gesagt, ich muss hier kommen. Er ist ein super Typ, ehrlich. Ein enger Freund und ich denke, dass er mir auch helfen wird am Anfang. Jetzt waren viele Vereine offenbar an ihm dran. Er ist ein sehr, sehr interessanter junger Mann. Was war ausschlaggebend, dass wir den Zuschlag bekommen haben am Ende? Ja, insgesamt die Kombination daraus, dass er auch die Fortschritte bei der Eintracht gesehen hat, auch was hier passiert, was auch in Europa passiert, was ja unser großes Ziel auch ist, wieder in die Europa-Gruppenphase wieder einzuziehen. Darüber hinaus natürlich auch das Vertrauen, das er von der sportlichen Leitung genauso vom Trainer natürlich auch kennt, ja, dass wir alle gewillt sind, ihn hier zu sehen bei der Eintracht. Und das ist, glaube ich, genau diese Kombination daraus, die es sehr wichtig macht. Und das nicht nur auf einzelne Personen dann zurückzuführen ist, sondern als Team insgesamt, dass jeder, der in diesem Transfer involviert war, im Endeffekt auch die größte Überzeugung hat. Gute Eintracht-Fans, ich freue mich, euch im Stadion so bald wie möglich zu sehen. Macht's gut.